Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Minister, wenn man Sie so reden hört, fragt man sich, in welcher Blase leben Sie eigentlich? Die Bauern sind doch weiterhin auf der Straße. Sie protestieren, weil es nicht reicht, was Sie in diesen Haushalt reingeschrieben haben. Und Sie gehen jetzt auch in Frankreich und in Belgien auf die Straße. Und dieser Protest wirkt. Die Agrardieselbesteuerung in Frankreich ist vom Tisch, endlich. Mercosur, diese irren Rindfleischtransporte aus Südamerika nach Deutschland, die sind vom Tisch. Mercosur ist gestoppt. Protest wirkt also, Demonstrationen wirken. Danke an dieser Stelle an unsere Bauern in Frankreich und Deutschland. Bitte macht weiter. Und jetzt also hier und heute Einzelplan 10 Agrarhaushalt. Die Klatsche. Dass erst und einmalig in der Geschichte dieses Hauses ein Haushalt verfassungswidrig war. Aus dieser Klatsche hätten Sie eigentlich lernen müssen. Aber was wir sehen, das sind ideologiegetriebene Projekte. Das ist die Zerstörung des ländlichen Raumes. Reicht es Ihnen denn nicht, dass über 14% unserer heimischen Schweinebetriebe in den vergangenen 2 Jahren dicht gemacht haben? Dass wir jetzt Schweinefleisch aus Spanien importieren? Dass tausende Milchviehbetriebe aufgegeben haben? Reicht es Ihnen nicht? Und jetzt im Haushalt, ausgerechnet im ländlichen Raum sparen. Zusammen mit der Kofinanzierung der Länder, da sprechen wir von über 300 Millionen Euro. Über 300 Millionen, die dem ländlichen Raum fehlen. Das ist das falsche Signal, Herr Minister. Herr Minister, bei Maischberger in der Talkrunde haben Sie es ja gezeigt, wie schwierig es manchmal sein kann, diese ganz großen Summen überhaupt auf dem Schirm zu haben. Aber ich helfe Ihnen gerne weiter. Diese ganzen Investitionen in alle Herren Länder, das sind keine Peanuts. Ich möchte jetzt nicht wieder über die Radwege in Peru sprechen, aber hunderte Millionen Euro für Indien, Smart Cities oder für gendergerechte Dorfstrukturen in Afrika, das sind 20-mal so viele Ausgaben, wie Sie jetzt den Bauern beim Agrardiesel abknöpfen wollen. Über 8 Milliarden Euro in der ganzen Welt verteilen und unsere Bauern das Geld wegnehmen. Das könnte Ihnen so passen. Das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Herr Minister, Sie standen hier an dieser Stelle vor 2 Jahren und haben uns allen und vor allem den Landwirten versprochen, das Höfesterben zu stoppen. Das Gegenteil müssen wir heute feststellen. Diese Regierung ist der Totengräber unserer heimischen Landwirtschaft. Reine Ideologie hier in Ihrem Haushalt. Reine Ideologie. 30 Millionen Euro, Sie haben es gerade angesprochen, wollen Sie in Proteine der Zukunft stecken. Insekten statt Leberwurst, getrocknete Schaben statt Schweinsbratwürstel. Sie wollen die Tierhaltung aus Deutschland verbannen, und das lehnen wir ab. Ideologie pur. Es geht weiter. Ihr Vorschlag, einen Bauernsoli einzuführen. So durchschaubar, ja, ich muss sagen, sorry, das ist hinterhältig, hinterlistig, weil Sie damit einen Keil zwischen Bauern und Verbraucher treiben wollen. Die Verbraucher stehen hinter unseren Bauern, das wissen Sie. Ihr Soli ist eine verkappte Fleischsteuer. Der Aufpreis kommt nie bei den Bauern an. Wir können Ihnen sagen, was beim Bauern wirklich ankommt, was im Haushalt eigentlich stehen müsste. 10 Millionen Euro für eine richtige Eiweißstrategie. Heimisches Futter statt gentechnisch verändertes Soja aus Südamerika. Investitionen in künstliche Intelligenz. Damit wäre die Lebensmittelverschwendung in Deutschland sofort um ein Vielfaches einzudämmen. Stichwort, wir haben es heute schon gehört, Einnahmen für Windkraftanlagen in der Nord- und Ostsee. Liebe Kollegen, diese 670 Millionen Euro müssen wir unmittelbar der deutschen Fischerei zurückgeben. Das ist das Gebot der Stunde. Ich scheine den Nerv getroffen zu haben. Ich bringe noch ein Stichwort: Agrardiesel. Das war ja nur der Auslöser für die Bauernproteste. Schon vor 2 Jahren haben wir hier gefordert, Verdoppelung der Rückerstattung. Das war damals richtig, das ist heute richtig, und das hilft den Bauern sofort spürbar. Liebe Kollegen, unsere Landwirte haben einen besseren Haushalt verdient. Sie hätten viel mehr Gehör verdient in diesen Zeiten. Und sie hätten auch eine andere Regierung verdient. Machen Sie den Platz für Neuwahlen frei. Dankeschön.
Die nächste Rednerin ist Rita Hagel-Kehl für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin!